Vielleicht erstmal kurz zum Hintergrund vom Projekt. Wir haben gesagt bekommen, wir sollen eine heimische Küchenkompostieranlage konstruieren mit dem Hintergrund, dass keine Ungeziefer, keine Geruchsentbindung entstehen und dass man einfach die Bioabfälle wiederverwerten kann und als Kompost verwenden kann. Wir haben uns erstmal verschiedenen Kompostiermethoden gegenübergestellt, sind dann auf die Bokashi-Methode gestoßen, die mit effektiven Mikroorganismen, die man hier sieht, funktioniert. Grundprinzip, die Essensreste müssen klein gemacht werden. Und dazu werfen wir die in die Mühle. Man kurbelt. Die Essensreste fallen hier in diese Kammer rein. Wenn man fertig gekurbelt hat, schiebt man die Essensreste nach vorne. Hier wird zusätzlich gleich abgedichtet. Es muss nämlich luftdicht sein, dass die ganzen Gerüche nicht rauskommen. Damit das Ganze funktioniert, spritzt man dann die effektiven Mikroorganismen drauf. Haben wir hier eine Düse und einen Knopf eingebaut. Wird dann eingespritzt. Anschließend, der Prozess funktioniert am besten, wenn so wenig Sauerstoff wie möglich drinnen ist. Dann können wir hier mit unserem Zerdichter den Kompost glatt drücken. Vielleicht könnt ihr hier von der Seite kurz reinfüllen, dass man das sieht. Genau. Und dadurch entweicht dann der restliche Sauerstoff in dem gehäckselten Kompost. Wenn die eine Kammer dann voll ist, kann man die zweite Kammer verwenden und die erste Kammer bleibt dann erstmal geschlossen für circa 2 Wochen. Und nach 2 Wochen kann dann der fertige Kompost hier hinten aus dem Auswurfglatt rausgenommen werden, muss dann noch für ein paar Tage in der Erde bleiben, weil das noch ein bisschen sauer ist und kann dann danach als Dünger verwendet werden. Genau, und als Nebenprodukt von Bokashi, dadurch, dass man diese Mikroorganismen drauf sprüht, bekommt man noch einen Bokashi-Saft. Dafür haben wir so ein Lochgitter eingebaut, dass der abfließen kann. Den kann man dann alle 3 Tage hier an der Zapfanlage rausnehmen und in sein Blumenwasser mit reinnehmen zum Düngen. Das ist noch ein Nebeneffekt von Bokashi. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.